Erste Frage. Gibt es irgendwie einen Namen, wie das heißt? Wir spielen jetzt Fragen. 15 random Fragen. 15 random Fragen. Okay, so. Als erste Frage. Boah, die Frage will ich nicht beantworten. Ja. Was ist das Beste an deinem Job? Freiheit und man kann arbeiten, wann man will. Man kann einfach das machen, auf was man Bock hat. Sehr wichtig. Freiheit. Freiheit war mir schon damals richtig ganz kleines Kind. Jason Derulo oder Hannah Stocking? Oh, Also, ich habe mich sehr, sehr gut mit Hannah verstanden. Sehr, 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 sehr gut. Aber Jason Derulo mag ich auch. Weil mit Hannah habe ich mehr Zeit verbracht und auch abends immer viel geredet und alles. Und ja, aber Jason Derulo, muss ich auch hier sagen, sehr, sehr bodenständiger Mensch. Berühmteste Person im Telefon. Meine Mami. Meine Mami. Welche Ticks hast du? Da habe ich einige. Welche Ticks hast du? Also ich habe einen Sauberkeit-Tick auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt nach Hause komme, wasche selber so oft meine Schuhe. Auch zum Beispiel jetzt in Sachen Autos jetzt, bin ich auch sehr, sehr penibel, dass das immer sehr sauber sein muss. Bevor meine Freunde einsteigen, klopfen sie sich erstmal immer die Schuhe ab. Ich selber auch, weil ich da so Ticks habe. Ich achte sehr, sehr auf Sauberkeit. Nächste Frage. Was hältst du von Horoskopen? Ich bin Wassermann. Ich weiß nicht, was mir über Wassermänner sagt. Der Wassermann ist ein wahrer Rebell, der permanent unter Strom steht und oft utopische Ziele für sich und die Gesellschaft anpeilt. Das sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Eigenschaften und davon trifft dann irgendwie eine zu und oh mein Gott, die haben Rechte. Aber ich finde das auf jeden Fall eine Spielerei, eine lustige Spielerei. Mit wem willst du mal ein Video zusammen machen? Cristiano Ronaldo. Wer weiß, irgendwann. Was gruselt dich? Ich fand damals X-Factor das Unfassbare immer sehr gruselig als kleines Kind. Ich weiß nicht, ob das hier einige noch kennen. Schlangen, finde ich Schlangen gruselig? Ich habe Angst vor Schlangen. Findest du Schlangen gruselig? Ja. Oh, und weißt du, was ich gruselig finde? Das Meer. Ich finde das Meer gruselig. Du weißt nicht, was drin ist. Du gehst jetzt, du bist am Strand, ja? Und du läufst zum Beispiel und du weißt nicht, was unter dir ist. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich am Strand war und irgendwie da schwimmen gegangen bin, boah, das ist so lange her. Das ist so lange her. Ich weiß jetzt nicht mal, wie lange das her ist. So lange ist das her, weißt du? Ich habe Angst vor dem Meer. Ich habe da nicht so viel Kontrolle. Wer wäscht deine Wäsche? Also, ich bin nicht gut im Wäsche waschen, nicht ich. Ja, also nicht ich. Was hast du letzte Nacht geträumt? Ich weiß, was ich vorletzte Nacht geträumt habe. Ich habe ein Mädchen in meinem Traum geküsst sogar. Ich war mit einer Person unterwegs und dann war da ein sehr guter Freund von mir und das war irgendwie seine erste Freundin und er war noch immer sehr verliebt und dann hat er mich mit ihr gesehen und dann war er voll pisst und irgendwie sowas in die Richtung war das. Also sehr, sehr weird. Sehr, sehr weird. Vielleicht brauchst du doch eine Freundin, wer weiß. Verdientes Geld investieren oder verdientes Geld anlegen? Hauptsächlich investierst du viel. Gerade in Sachen Aktien und Bitcoin. Da habe ich jetzt nochmal einige Bitcoins nochmal nachgekauft jetzt. Der Preis war ja gerade sehr gut. Was hast du letztes Mal etwas bereut? Ich überlege, lass mich überlegen, wann habe ich letztes Mal etwas bereut? Da war vor kurzem etwas. Ich glaube, gestern oder vorgestern war irgendwas. Was war das nochmal? Irgendwas habe ich letztens erst bereut. Warte mal, was war irgendwas mit dem Video? Ich habe ein Video auf dem deutschen Kanal hochgeladen und das ist international dann viral gegangen. Und ich habe mich geärgert, dass ich das nicht auf dem internationalen Kanal hochgeladen habe. Kannst du dir vorstellen, ins Ausland zu ziehen? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, auch gerade jetzt businesstechnisch oder so nach Amerika zu ziehen oder so. Also gerade so im Winter, so meine Videos so, die leben ja auch davon, farbenfroh zu sein, fröhlich, glücklich und das erreicht man ja auch mit Sonnenstrahlen und alles. Deswegen drehe ich sehr gerne meine Videos auch in der Sonne. Würde ich nicht ausschließen, aber meine Heimat wird immer Deutschland bleiben. Wen rufst du an, wenn du einen Rat brauchst? Bei Mama natürlich, ja. Die weiß alles am besten immer. Alles fertig, hey. Super.